Ja, ich probiere es jetzt noch einmal. Mal gucken, wie es in-game jetzt nochmal ist. Also Moment hat sich auf jeden Fall besser angefühlt. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Ich trinke. Einfach so. Und wenn ich bei meinen Eltern bin, dann werde ich gezwungen, scharfe Peperonis zu essen. Was heißt, ich werde gezwungen? Die legen mir das halt vor den Tisch und ich kann nicht widerstehen. Obwohl, ich sehe das auch als zwingend an. Tabasco darf ich noch, wollte hin. Alles andere nicht. Ich vertrage es, also von der Schärfe her vertrage ich das alles, aber Körper macht nicht mit. Dann habe ich hier den besten Dönerladen für dich, Voltaire. Wenn du bei dem einen Löffel von seiner scharfen Soße essen kannst, dann Respekt, Bruder. Okay, das Ducken ist immer noch ekelhaft, aber alles andere läuft jetzt besser. Fast B. Ja, kannst du mal probieren, wenn du hier bist. Nee, mal moin, grüß dich. Ich sag mal so, ne? Auch ich als Schafliebhaber wollte ihn. Wenn du einen Löffel von der scharfen Soße nimmst, dann wird dir schwindelig. Was geht ja nicht? Wo kam das Sub her? Junge, geh mir nicht auf den Sack. Du hast hier nach einem Sub gebettelt. Hast mir hier einen Roman reingeschrieben, dass ich dir einen Sub schenken soll. Und dann habe ich dir einen Sub geschenkt. Jetzt besorge ich es meinem Kanal schon selber. Bomb mit. Wollen wir mit? City. Wegen der Rose auf TT, was denn für eine Rose? Habt ihr mal eine Rose auf TikTok gegeben und like immer ein bisschen, wenn ich da bin. Weiß nicht, wie viel ist so eine Rose wert? Ein Cent oder so? Oder 0,01 Cent? Ja, geil. Aber, geh mir nicht auf den Sack, Junge. Dönerverbot. Wie, du hast Kisten gesucht.
Man kann TikTok irgendwie Rosen farmen und so ein Scheiß? Das ist ja wild. Oh. Oh. Auf TT können Leute so Kisten spenden, dann sind da kein Plan 10 Coins drin, nach 5. Man kann die aufmachen und wenn man Glück hat, bekommt man Coins. Hey. Dein Vater ist beigetreten. Voila, ey, die Leute, was für Namen die haben auf TikTok, das ist wild, das ist anders wild. Also 10 Minuten Invest betrieben, um mich lieb zu haben, das ist ja mega. Das ist ja richtig geil, Yannick. Guck mal, ich mach 6-7 Stunden Invest, damit ich dir dann einen Sub schenken kann. Geil, oder? Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ja, danke schön, danke. In guten wie in schweren Tagen, Yannick, immer. Wer will was? Wollen nicht, Yannick. Müsste in der Top-List stehen, im Plugin. Das ist all-time top. Muss drin stehen. Muss drin stehen. Hast keine Chance, um Scheiße zu labern, Yannick. Doch einfach ein Plugin. Willst Bild vielleicht noch heller machen, Don? Wie? Ey, das ist ja auch so eine Sache, ne? Ich habe das Gefühl, dass CS2 einfach viel zu hell ist. Viel zu hell. Und ich bin schon runtergegangen. Über die Flashbangs brauchen wir gar nicht reden. Sind ja ekelhaft. Dann block nicht, du Wichser. Nein, da ist alles. Da sind auch Subs. Cheers, musst du oben umklicken.
zeigt nur die ersten 10 an? Ah, okay. Dann kann alles, was du sagst, Yannick, gegen dich verwendet werden. Nein, Bruder. Guck mal, mir ist das scheißegal. Yannick, mir ist das scheißegal. Wallah, mir ist das egal. Ihr braucht hier nicht reinzuhaben. Ihr braucht dem Don nicht zu gönnen. Ist ja nicht so, als ob ich davon leben würde. Schön ist natürlich, ne, wenn da ein bisschen Taschengeld rauskommt, dass ich mir irgendwie Spiele gönnen kann oder whatever. Mehr mache ich damit nicht. Ich mache das aus Leidenschaft. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Von daher. Ja, wenn ihr wirklich supporten wollt, dann sind Subs sowieso verkehrt. Vor allem, ne, also mit meiner Reichweite, so, das macht absolut keinen Sinn. Dann machen Donations mehr Sinn. Weil von den Subs. Yes. Haben wir mittlerweile gar nichts mehr. 50 Cent, 1 Euro, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Da kommt nichts mehr bei rum. Also ich rede jetzt nur von mir, ne? Als kleiner Streamer so. Ich helfe dir Umzug und so, dass es Fan Support. Janik, bester Mann einfach. Egal, ich schieß den doch. Ich bin Affi. Voltain. Last mit. Ich weiß nicht, ob die Partner mehr bekommen. Für einen Partner brauchst du im Durchschnitt über 75 Zuschauer. 30 Tage. Und das musst du eigenständig schaffen. Ne? Da zählen halt keine Raids oder whatever. Ja, das war ja auch. Waren jetzt auch 3 Jahre gegrindet so. Ja, aber die sind ja durch Raids reingekommen. Ne? Das zählt nicht mit. Ja, aber das ist scheißegal, Voltain. Ich habe gestern nochmal in die Stats reingeschaut. Und 60% sind Follower. Also Zuschauer, Hardcore-Lurker wahrscheinlich. Und knapp 20% extern über TikTok, Discord, Pipapo. Also die Aufrufe und so. Das ist völlig okay. Das ist mir auch scheißegal. Ja, damit du mir nicht auf den Sack gehen sollst, Yannick. Genau deshalb. Last mit. Schreib hier, was du zu schreiben hast. Look, can you drop me off, please? What? No, op. AVP. WhatsApp benutze ich mittlerweile gar nicht mehr. Also wirklich nur für Familie und Arbeit. Und
Discord bin ich eigentlich auch nur aktiv, wenn ich am Rechner bin. Aber meistens ist es halt so, dass das, wenn ich hier auf bin, alles auf ist, dann erreicht ihr mich nicht mehr. Und das ist auch gut so. War das? Boah. Ja, ich stehe 15-3. Lag das echt am Input jetzt? An den Commands? Janik, hast du das nicht mitbekommen? Warum, weshalb, wieso? Übertreib deine Rolle nicht. Time. Ich habe alles entfernt. Man, time. Discord-Server, WhatsApp, alles sauber gemacht. Steam-Listen, pipapo. Und War das ein Gegner? What the fuck? No, dude, sorry, I'm not focused. I'm talking with my chat. AVP, dann mach doch was. Ich meine, ich hab dir das mal erzählt, Janin. Ja, von einigen vielen Leuten habe ich mich getrennt. Das ist jetzt eine One-Man-Show hier. Oder komm dann einfach hier rein und schreib ein Hallo rein, dann kann ich dich hier on air beleidigen. Ist doch auch geil. Na, ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht. Guck mal, ich zocke aus Leidenschaft, ich versuche auch sehr viel zu zocken und auch sehr viel zu streamen. Ich kann das nicht, ich muss irgendwann einen Cut machen, aber auch kompletten Cut. So Cut von der ganzen Bubble hier so. Dann bin ich Familienvater, dann arbeite ich, kümmere mich um Frau, habe sehr viel Sex am Tag. Und ne, das erfordert alles auch Kraft. Der es in die Friendzone geschafft hat, ist fresh. Das Kernteam gibt's immer noch im Hintergrund, Voltaine. Meine alte Truppe von TOG damals. Und Freshy ist Alltime Seelenverwandter. Und der bleibt auch im Hintergrund. Wir werden später natürlich noch wieder was aufbauen, aber so, dass es für mich auch weiterhin angenehm bleibt. City, River und so weiter, die sind alle noch am Start. 4K, pipapo. Die werden auch hoffentlich wieder dann Rambazamba machen. Aber nicht jetzt. Ja, Freshy, klar. Stimmt, nur Freshy eigentlich. Stimmt. Ja, du hast recht. Last City Map.
Fall hier. Ja, aber Freshy hat mich da auch ein bisschen an den Eiern, weißt du, weil der mir schöne Fußbilder schickt immer. Das finde ich so geil. Ich habe ja schon ein Album von seinen Fußbildern. Schickt er mir wirklich. Das ist alles richtig anstrengend für dich. Na, nicht mehr. So. Weißt du, was das Anstrengendste war? An dem ganzen Networking, Pipapo? Halt das Networking. So, sich überall rumtreiben, auf allen Discord-Servern rumtreiben, scheinheilig irgendwie einen auf, oh, ich bin aktiv in deiner Community machen, oh, lass doch zusammen irgendwas machen, mit ganz vielen Leuten schreiben und texten und pipapo und, ne? Wir haben uns doch alle so lieb und so, nein, fick dich, Digga, juck mich nicht, ich hab dich nicht lieb. Ich hab dich absolut nicht lieb. Ich werde dich auch nicht schön und heilig reden, das ist mir scheißegal. So, ich will einfach hier sitzen, zocken, gut ist, wenn du mir zuschauen willst, dann mach das. Aber, ne? Ich werde nicht mit dir kacken gehen oder so. Habe ich keinen Bock mehr. Ich habe da keine Zeit und auch keinen Bock mehr. Und ich brauche das nicht. Und zumal, ich hatte ja auch lange Pause mit der Schauspielerei, Yannick. Und ich bin da halt sehr aktiv und ich arbeite ja auch noch. Während ich auf Babylon aufpasse, arbeite ich noch. Darüber rede ich ja gar nicht fast. Wie ich eigentlich momentan meine Kohle verdiene. Merkst du? Merkst du? Darüber reden wir fast gar nicht. Und das möchte ich auch nicht. Es gehört einfach nicht hierhin. Über meine Schauspielerei, ja. Weil das irgendwie auch zu der Bubble gerade passt. Aber was ich nebenbei so alles mache, darüber rede ich nicht. Das hat hier keinen Platz. Und deshalb habe ich ja gesagt, okay, es geht nicht mehr, ich muss jetzt einiges einfach reduzieren oder zerbomben, nuken. Und das haben einige nicht gut aufgenommen. Yannick haben ein bisschen mit Scheiße um sich beworfen. Und dann haben wir sie verabschiedet. Kurzen Prozess und weiter geht's. Was mit dem Star Wars Ding? Was war denn da? Achso, mit dem Star Wars Casting? Weil ich glaube, das Projekt ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Da kam noch nichts. Also kam keine Absage, aber so viel ich von der Presse jetzt mitbekommen habe, es geht um das neue Game von David Cage. Die arbeiten ja an ihrem Star Wars Spiel und da gibt es momentan wohl Probleme. Da wurde ich für gecastet, für zwei Rollen. Aber da kam noch nichts. Weiß nicht, ob es daran liegt. Gerüchteküche besagt, dass im Studio selbst so eine komische Atmosphäre wohl herrscht und dass da sehr viele Leute entlassen worden sind. Stimmt, Voltan war der Letzte, der noch irgendeine Nachricht gelesen hat bei uns auf dem DC, bevor ich das zerbombt habe. Ich muss mich mal ein bisschen fokussieren, Leute, sonst verlieren wir das Match hier. Aber Quantic Dream, die sind ja in Frankreich, wie ich weiß. Sonst hätten sie mich doch nicht gecastet. Was, ne? Die doch nicht in die USA. Ich komme da sowieso nicht rein mit meinem türkischen Pass.
Mit something. Mal sehen, ob Baby dann gleich aufwacht. CT1, one CT. Was ist das denn für eine Scheiße? Dankeschön, Yannick. Ich vermisse Glatzen-Styler. Ja, Head-Styler, was soll er machen? Der Mann hat eine Basketballtruppe zu Hause, ne? Aber das taucht schon wieder auf. Ich schreibe ja mit denen auch. Worüber redet Jalan über Pico? Werde ich mir gegen Weihnachten auch mal anschauen. Ob ich mir da vielleicht doch was selber schenke. Oh, das wird nix. Nein, das ist, Yannick, das ist völlig in Ordnung. So, das, die Sache ist ja, wir hatten den Server und ich habe ja öffentlich geschrieben, ne? Jetzt hätte ich die Leute peu à peu halt, mit denen ich auch was zu tun habe, auf Discord, so, dass man da per PN schreiben kann. Weil, ich meine, wenn ich off bin, dann bin ich meistens auch auf Discord off. Ich habe es halt auf dem Rechner und gut ist. Also da könnt ihr mich eh nicht belästigen, auch wenn ihr wollt. Es geht eh nicht. Von daher, das ist alles okay. Und das haben die anderen irgendwie nicht geschnallt. Schick mir deinen Tag, deinen Namen, ich hätte dich gleich. Alles gut. Und Social Media benutze ich halt nur noch so Instagram für Schauspielereien. Und ansonsten TikTok, YouTube für Gaming Bubble. TikTok, YouTube, Twitch, Gaming Bubble, that's it. Aber auch halt sozial, asozial, asozial, sozial. Überall Kommentarfunktion auch deaktiviert. Juckt mich alles nicht. Auch nicht, wenn ich was hochlade. Ich brauche da keine Meinung. Like reicht. Move it, son.
soll das alles denn moderieren? Keine Zeit für sowas. War auf A jemand? Wehrbomb B. Kommen. Und wieder der Wichser. Alles klar. Ist mein Discord an gerade? Weiß vergessen. Du nimmst keine Freundschaftsanfragen an. Push mit. Push. Mit? Yes. Also ist schon 12-7. Easy. Ach, das habe ich auch erst jetzt gecheckt. Janik, du geschmackloser Hund. GG.